Karriere mit Alpin zu starten. F1, die Königsklasse des Motorsports. Die gesamte Aufmerksamkeit liegt nun auf Rennstrecken rund um den Globus mit beispielloser Dramatik und Fans weltweit, die auf den Beginn der Ich schnellsten bin Show auf echt Erden mal warten. gespannt, wie gut wir das Die hinkriegen letzten werden. Regeländerungen führten zu engeren Ich Kämpfen auf der sag Strecke. von vornherein, ich werde ein Tool nutzen, um immer die optimalen Setups herauszufinden. Angesichts einiger Ansonsten, überraschender Entwicklungen ja, und der mal Verpflichtung schauen, mehrerer neuer Teamchefs, wie wir ist Alpine die entwickeln F1 werden. gerüstet und bereit, die Weltbühne zu entfachen. Die Teamchefs werden bereits Taktiken besprechen, das Selbstvertrauen ihrer Fahrer stärken und ihre Boxencrews erinnern, die Boxenstopps so kurz wie möglich zu halten. Im anbrechenden neuen Zeitalter des Rennsports wetteifern mehr Teams denn je um Podiumsplätze, Punkte und die Chance auf die Meisterschaft. Das ist die F1. Das ist die F1. Wunderbar. Alpine landete in der Debütsaison 2021 auf dem 5. Platz der Konstrukteursmeisterschaft und 2022 auf dem 4. Werden sie auch ohne den erfahrenen Fernando Alonso dieser Saison die Top 3 knacken können? Können Esteban Ocon und sein neu verpflichteter Landsmann Pierre Gasly das Fahrerduo sein, das Alpine den großen Durchbruch beschert? Wir werden sehen, was sie auf der Strecke zeigen. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt, was wir da machen, was wir da hinkriegen werden. Kurz noch was gucken. Okay. Ja. Warum ist Caps Lock an? Man das alles auf Standard, das brauchen wir nicht. Und ja, dann. Okay. Let's go. Sehr gespannt, was wir da erreichen werden. Jetzt noch mal kurz was. Wir machen das hier auf. So. Das kann man schließen. Jetzt machen wir dahin. Das machen wir darüber. Das machen wir auch darüber. Okay, Discord kann man schließen, brauche ich gar nicht. Okay. Gut, gucken wir mal, was hier so abgeht. Erster Tag. Wir haben 37,8 Millionen. Was sagen unsere Gebäude? 2, 2, 1. Der muss auf jeden Fall einmal gemacht werden. Wir haben keine Teamzentrale. Okay, ja, die brauchen wir auch. Das ist okay, brauchen wir noch nicht. Auto. Okay, wir sind, unser Auto ist ziemlich kacke in allen Belangen. Ja, das sieht natürlich alles kacke aus. Ich würde sagen, wir fangen mal an.
Wichtigsten ist auf jeden Fall ich glaube, wir werden uns erst einem Unterboden widmen. Ja. 5,1 Mau-Stunden, das ist gut. Werden wir direkt reingehen. Weiter. Plus 2, ja, das ist doch schon mal ganz praktisch. Weiter. Ja. 29 Tagen. So, nach Jeddah wird das fertig und im. Ja, okay, ja, das ist okay. Das müssen sparen. Okay. Bauen. 14 Tagen gibt es neue, dann können wir noch mal was forschen. Okay. Okay, unsere Mitarbeiter sind an sich gar nicht so schlecht. Könnten in Zukunft mal nach einem technischen Leiter mehr gucken und einem besseren Renningenieur, aber die sind an sich ganz gut. Ja, das ist auch schon mal ganz gut. Ja, dann spulen wir mal vor. Gucken wir uns mal die Testergebnisse an. Das sieht alles, ja. Wie nennen wir es? Schwierig? Aber okay, wir kriegen das schon hin. Okay, ja. Okay, Boxen ist doch cool. Gesandt. Die sind da gut ausgeruht. Hier sind sie. Nee, geh mal weg. Ausgewogen. Ich hätte gerne Boxenstopp-Zeit. Da sind die zu müde. Auch noch weg. Okay, das ist gut. Okay, Änderungen speichern. Bestätigen. Okay, weiter. Auf zum ersten Rennwochenende. Und mal schauen, wie gut oder wie kacke wir riskieren es. Wir müssen jeden Cent mitnehmen, den wir haben. Das sind 1,6 Millionen. Wenn wir da irgendwas von gut schaffen, das müssen wir riskieren. Auf zum Rennwochenende. Auf zum Saisonauftakt in Bahrain. Bin wirklich mal gespannt, wie gut oder wie schlecht unsere Karre wirklich ist. Ich hoffe, sie ist nicht so kacke, wie ich denke. Oder ja, es wäre schön. Saisonauftakt. Es wird spannend. Mal gucken. Hallo aus Sakia. Schön wieder hier zu sein. Das gucken wir uns jetzt nicht an, mehr. Zeit ist Geld.
Autosave. Kurz mal speichern. Modify Save File to Optimal Setup. Okay. Laden wir mal schnell das optimale Setup. Da habe ich jetzt keine Lust drauf, das zu machen. Tut mir leid, wenn das jemand denkt, es ist Betrug, aber ja. So, Karre wird eh absolut kacke sein, also kann man ruhig mit optimalem Setup fahren. Würde ich jetzt sagen. So, Setup. Perfekt. Ich würde sagen, wir lassen die Kollegen mal 25 Runden. Trainieren und Training verwalten. And green light. Lass mal den Code mal raus. Yes, ready to check loud and clear. So, Gasly direkt hinterher. And a quick radio check. Radio check. Yep, loud and clear. Schauen wir uns mal ein bisschen Telemetriedaten an. Sind echt nicht schnell, ne? Okay, ja, die Reifen sind auch noch kalt, aber... Bin mal gespannt. Ah, 14 km/h. Ah, okay. Okay. Dann springen wir mal ein bisschen vor jetzt. Wir sind echt nicht so gut, ne? Aber das ist ja... Die müssen sich auch erstmal an die Strecke gewöhnen, die Teile kennenlernen. Balance update when you can. Balance update. Ah, great job, guys. That is a hard work thing out there, right there. Ja. Okay, mate. Yes. How's the balance so far? Eyes up, guys. Understood.
Wir werden hier das erste Training verwalten. Und die zwei anderen Trainings werden wir simulieren. Weil sonst dauert das ja ewig und 3 Tage, bis wir hier vorankommen. Und wir wollen natürlich auch gleich mal im Qualifying wissen, wie es um unsere aktuelle Auto-Performance steht. Gasly ist ein bisschen besser aktuell, okay. Okay, okay. Jetzt gibt es die gelbe Flagge. Ja, gelbe Flagge. Die noch mal ein paar Runden fahren. Ist auch optimal, natürlich. Kommt raus. Und Gasly auch noch mal raus. Wirklich mal gespannt, was das für eine Arbeit wird, mit diesem Auto einigermaßen was zu reißen. Aber mal schauen. Aktuell sieht es ja eher kacke aus. Aktuell würde ich sagen, unsere Auto-Performance ist auf dem vorletzten Platz. So. Mal gucken, mal gucken. So, Training beendet. Zwischen 30, okay. Simulieren das Training mal. Okay. Okay. Das sah interessant aus. Okay, 8 und 10, ja, okay. Cool, wenn wir in Q2 wenigstens kommen würden. Du kriegst... So. 4 Zuschauer, cool. Und zwar so, ist jetzt ernst. The brakes. Copy. So let's concentrate on some tire prep now.
Copy. Machen wir das mal auf, um Zeiten gleich zu gucken. Wirklich gespannt, ey. Clear now, clear. And it will be recharged off before last corner, please. So, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. A good space at the moment. Okay, let's go. Soll sich mal besser da verpissen. Das Hülkenberg auf der Outlap, okay. 27,4. Gasly ist schneller als Ocon im ersten Sektor. Ja. Immer noch schneller als Ocon. Okay. Fast 0,4 Sekunden langsamer als Gasly. Der setzt schon wieder einen drauf. Lecco mio. Ja, ich bin mal gespannt, ey. Sie ist immer noch schneller als Ocon. Okay, jetzt kommen die Zeiten fast langsam. Also wir sind noch schneller als der Williams und der Alpha Tauri. Oder die Racing Bulls. Jetzt mal die Bestzeit wird der Ferrari hinter links haben. Just negative on your delta then. Let's make the next lap your in lap please. Copy. 1:31.628. Der Hook. Der Haas. Alter. Okay. 0,075 Sekunden. Du Scheiße. Ja, der Ferrari natürlich. Natürlich ist der Ferrari schneller.
8,5 Sekunden langsamer als der führende Red Bull. Das ist krass. Jetzt kommen die anderen alle. Die Aston Martins, der andere RB, die Mercedes, der McLaren. This lap. Copy. And pit limiter on. Alright mate, let's stop on the marks, wait for 2 seconds and switch off. Ich schätze, Gasly muss nicht, aber Ocon muss nochmal gleich nachlegen. Was ist das? Okay, Gasly ist gut. Ocon ein bisschen am Schwächen, muss man sagen. Aber okay, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Doppelte Geschwindigkeit, sonst gehen, wenn ich die Folgen hochlade auf YouTube, die Folgen Stunden. Diese stecken ineinander, okay. Solange wir in Q2 kommen, ist mir das relativ
Scheiße. Gucken. Gucken, ob sie sich noch mal verbessern können. Für Ocon sieht es eng aus. Also für Ocon könnte es eng werden. Gasly, ja. Eher weniger. Sehr, sehr schade. Well done, that's it. Okay, aber Q2. Das ist doch schon mal schön, dass wir Q2 erreicht haben. So kacke sind wir dann doch nicht. 1,3 Sekunden langsamer als der Red Bull. Okay. Qualifying starten. So, mal gucken. Okay, Ocon, das ist scheiße. Okay, mate, so at the moment, that's P9. This will be your in-lap. Copy. Sieht es. So. Gucken, ob wir in Q3 auch noch einziehen können oder ob es Q2 das Maximum ist, was wir erreichen können. Ich hoffe, wir können noch mehr machen. Sieht schlecht aus.
Silver stark. Con, du musst auch nochmal. Currently P10. Normally lap procedures, please, will be coming in the pit entry. Copy that. Okay, für Ocon wird es nicht reichen, Gasly schon. Ocon ist raus. Gasly nicht, okay. Gasly in Kulung 3. So, dann gehen wir mal mit Gasly ins Q3. Und raus. Mal, wo wir in Bahrain starten werden. Was? Regenwahrscheinlichkeit? That's P4 at the moment. Alright, good lap those. Okay, let's make this your in lap. Copy. P5 aktuell. P6, P7. Okay, such's nicht nochmal. Ich denke, die Mercedes werden noch vor mich springen. Hülkenberg schätze ich nicht. Aber abwarten, ich werde mich nochmal rausfahren. Unnötig Teile kaputt machen. Okay, Russell ist nicht besser geworden. Hamilton auch nicht. Wasser, Scheiß. Stärker als die Mercedes oder was? Oder auch nicht. Na, Hülkenberg wird nichts. Das ist ne Hulk. Ja, 9. Das ist okay. Kann ich mit leben. Willkommen zum Renntag. Und bevor es zur Sache geht, okay, jetzt wird's spannend. 11. Es wird spannend.
mal gespannt. Hier im Sack hier ist das Flutlicht an und in Kürze starten. Jetzt geht's los mit dem großen Preis von Bahrain. Die Ampel ist aus und los geht's. If we can, let's try to avoid curving at high speed. Okay. 16 bis 22. Hat der auch Scheiße. Wird spannend, ne? Augenblick! Es gab einen Crash! Wenn's cool, wenn wir wenigstens ein paar Punkte mitnehmen würden. Er hält sich wacker an Hülkenberg. Der liebe Gasly, Ocon, müsste sich gleich die Alpha, den Alpha holen. Okay. Sehr schön, sehr schön. Das könnte spannend werden. Boxes lap, Esteban. Yeah, happy to work. Der hält sich wacker gegen Russell, ey. Der Mercedes ist wach, was mich sehr doll verwundert. Nächste Runde. Thank you.
no more lift and coast required. Das ist krass, wie stark der sich gegen die Mercedes hält, ey. Bring these tires in steadily. All clear on pit exit. So, das ist sehr stark von Gasly. Trying to do some lift up. Copy. So watch out on pit exit. Interessant, interessant. Ich bin mal gespannt. Ich schätze nicht, dass die Williams so eine Chance haben werden. Okay, die haben jetzt DRS beide. Aber geh das an. Bin trotzdem schneller. Scheiße. Das mit noch nicht warmen Reifen. Mal gucken. Norris in der Pit Lane. Norris in der Box, okay. Das an die Williams haben einfach absolut keine Schnitte. Die Reifen sind immer noch kalt. Toast is required for temperature. Copy that. Okay, 3,5 auf Alonso. Ja, aber die Williams haben keine Schnitte. Absolut keine Chance für die Williams.
die fahren bald in die Box, das ist eine dumme Taktik, aber ist okay. Yeah, in the meantime, Sergeant has stopped. Fünf auf Alonso. Mal Reifen und Temperatur. Gut. Jetzt kommt der Mercedes. Wir haben hier eine gelbe Flagge. Yellow flag, yellow flag. Copy. Russell, Alter. Geh weg. I can't do anything, guys. To play for. Okay, mate, let's try and protect the tire. Nicht vorbei. Settle on the pace. Das gibt trotzdem Punkte. Okay, we have a big lift denke off nicht, dass der Haas so gefährlich werden kann. Immer ein bisschen Vorsprung. Achtunddreißig bis vierundvierzig, okay. Der Hülkenberg ist dran. Ist zur Hölle. So nicht, Gasly.
Okay, Flux. So clear on pit exit. So. No lift and coast required from our side at the moment. Copy. Noch. Von dem Haas bleiben. Das wäre wichtig.
Bosse werden wir nicht mehr holen. Solange wir vor den Haas bleiben, ist das gut. Wäre sehr wichtig und richtig. Ich glaube, wir bleiben vor dem Haas. 3 Sekunden. Oh, vielleicht kriegen wir noch Sergeant. Und zwar nichts, aber ja, ist die Punkte gerettet. Ja, der Haas ist weg. Guck mal schneller vor. Nein. The brakes are really poor. Let's keep pushing. Mann. What the f***? Let's keep pushing. Hol ihn dir bitte wieder. Das ist bitte. Das wird nix. Scheiße. Und da haben wir die gelbe Flagge. Scheiße. Schade. Max Verstappen geht als erster über die Linie und gewinnt. Okay, schade. 10. Ein Punkt, egal. Besser wie nix. Esteban Ocon will zu diesem Rennen wahrscheinlich gar nichts mehr sagen. Nee, will er auch nicht. Es war ein sehr frustrierender Tag für den Fahrer und er geht ohne Punkte nach Hause. Das ist. Ein Punkt. Da gibt es 4 Punkte für den Pitstop. Das ist gut. Das ist okay. Fast 4 Millionen plus. ATR-Zeitraum, das ist gut. Autos, Autoentwicklung, Unterboden haben wir aktuell, ne? Und Flügel.
Okay, dann machen wir noch einen Frontflügel. Okay. Okay, das erste Rennen. Erste Rennen geschafft. So, da ist irgendeine Sponsorenkacke. Jeddah. Billig, das kann man machen. Das ist, geht auch, das kann man auch machen. Das ist auch. Mehr Geld ist immer gut. Wollen wir den versuchen? Und zum Rennwochenende. Hier machen wir das auch wieder so. Das erste Training. Glaub, wir sind hier Sprint, in Jeddah, ne? Wo alle voller. Ich glaube, das ist Sprint, ne? Ne, ist normal, ist okay. Ja, schnell mal speichern, um dann den. Das optimale Setup zu laden. So. Zack. Okay. Schon mal hier die 30 Runden. Auch. Okay. Aber bevor es losgeht, gehe ich noch mal schnell auf Toilette. Und ja, wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich.